wenn ich jetzt der Platz wäre, auf dem diese Strukturen entstanden und wieder vergangen sind und so, wenn ich es mal aus der Perspektive betrachten würde. Ich würde am Anfang erstmal, wenn ich so die puristische Natur bin, würde ich zuerst mal staunen, mit welchem Einfallsreichtum da so eine natürliche Konkurrenz sich irgendwie breit macht, einrichtet und da ein Eigenleben praktisch so generiert mit Kultur, Versorgung und Struktur und so weiter. Investitionen in die Häuser waren wenige Jahre später wieder zunichte, wenn Überschwemmungen kamen. Aus den Feldern kam wenig raus. Den Wald, der lag auf der linken Rheinseite, den konnte man nicht mehr bewirtschaften. Und so sind eben die Familien verarmt. Und das war das eigentliche Problem. Ich habe das Geräusch der Pappeln gehört hier. Ich habe wahrscheinlich den Rhein öfter gehört. Sommer und Winter, der Rhein, der vereist war. Ja, und dennoch zu akzeptieren, dass diese Naturgewalt eben mich wieder zwingt, hier wegzugehen. Das ist ein unglaublicher Schritt. Ich muss hier wieder weg. Und dennoch, ich nehme mein ganzes Haus mit. Das ist so verrückt. Ich habe mir das so vorgestellt vorhin, wie ist das hier alles abzubrechen? Das Haus mobil zu machen, beweglich zu sein, zu sagen, die Natur ist hier die Herrin und nicht wir Menschen. Das hat mich sehr berührt vorhin. Die einen waren schon, bevor die anderen kamen. Die einen waren schon, bevor die anderen gingen. Sie werden immer sein. Die einen würden zu anderen werden, wenn sie nicht schon immer gewesen wären. Und doch machen die anderen es zu etwas anderem. Thank you.
Das wäre sowas wie ein Chamäleon, oder? Ich würde sagen, so ein bisschen wie beim Chamäleon. Ziemlich bunt. Anpassungsfähig. Es können auch bläuliche Töne drin sein. Also, ja, also es müsste kein langweiliges Tier sein, wenn man das so jetzt auf eine offene Fläche stellt, heller Hintergrund, könnte es durchaus ein ziemlich buntes Kälchen sein. In der Büsch oder irgendwo sind die plötzlich weg und hocken vor dir, ne? Weil das eben sich so auflöst dann in dem ganzen Gepixel. Die Geschichte von Altdettenheim, die ist im Wesentlichen von außen geprägt worden. Also die Bevölkerung dort, die hat auf ihrer Scholle, an ihrem Fischwasser, an ihrem Ort gelebt. Und die Existenzbedrohung, die kam eigentlich eher von außen. Mit dem Rheindurchschnitt, mit den politischen Verhältnissen. Und 1813 hat man es tatsächlich dann organisatorisch geschafft, das Dorf zu verlegen. Nach Altenbürg, das ist bei Bruchsal, das heutige Karlsdorf. Man sagt heute anhand der Forderungen der Altdettenheimer, die wollten zu viel haben bei einem neuen Ansiedlungsplatz. Aber wie das einzuschätzen ist, das ist schwierig. Man will ja nichts verlieren und mindestens das haben, was man an Besitz hat. Darunter auch Zaunkönig, Gebirgsbachstelze, Eisvogel, was ist hier noch? Die Turmfalke, auch ein Eichelhäher, ein Specht, Buntspecht, Schwarzspecht, Amsel, Drossel, Fink und Star. Was rennt hier noch rum? Wildtauben haben wir hier, Elstern, Raben, Graureiher, Eisvogel hatte ich, glaube ich, schon. Fledermäus, unser Abendsegler hauptsächlich, Libelle, blaue, grüne, ja, Borkenkäfer ist da und andere, auch ein Hirschkäfer sieht man mal. Man sieht hier Gelbrandkäfer und auch die Goldkäfer, Zitterspinne oder Weberknechte, Zitronenfalter, Admiral fliegt hier manchmal rum, ein blauer Bär, Pfauenauge, Tag und Nacht.
Salbei, Thymian, da ist auch eine Königskerze drin oder auch Schneebälche, natürlich auch Buchs hin. Ja. Auf der anderen Seite haben wir Giersch, Brennnessel, Löwenzahn und was man alles so kennt von Wald und Wiese mit drin. Und das mischt sich selber im Verhältnis dann entsprechend ab. Ne. Sind viele. Sonst wird es nicht hier aushalten. Nee, das sind schon ganz schön viele. Das ist ein Gemeinschaftswesen. Es hat leichte Zacken, ähnlich der Brennnessel, aber kleiner. Und sie machen nichts. Sie wirken leicht, sie sind ein bisschen unterschiedlich gefärbt, wahrscheinlich jetzt auch durch die Trockenheit, schon hellere Ränder. Es fühlt sich an, als hätte es eine Wachsoberfläche, hat es wahrscheinlich auch, hat einen leichten Glanz, also sehr wassersparend. Ja, es müsste mit sehr wechselnden Situationen umgehen können. Es kennt die Gezeiten hier, es kann sich anpassen, auch mit seinem Stoffwechsel. Ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwo an diesen Bäumen hier eine Höhle hat. Ja gut, es kann ja beides haben. Entweder man lebt auf den Bäumen, muss halt nur ab und zu mal schwimmen oder... Es sind ja große Zeiten, wo es eben nichts zu schwimmen gibt. Oder eben auch Federn. Ja, dieses Wesen müsste sowohl Land- als auch Wasserwesen sein, das ist klar. Also natürlich muss es Schuppen haben. Es ist ja hier sehr feucht, war es zwischendurch. Aber auch feste Beine, um durch dieses sumpfige Gelände auch zu stampfen. Lunge und Kieme, beides. Ich glaube auch manchmal kann es fliegen, weil ab und zu muss es einfach den Überblick kriegen. Klar, ja. Oder als Zugvogel. Ich komme nur her, wenn kein Hochwasser ist. Oder wenn genug Frösche da sind, dann verschwinde ich wieder. Denke so vielleicht in Richtung wie ein Biber oder so. Das wäre... vielleicht das Richtige, mit einem dicken Fell für den Winter und mit der Möglichkeit, im Sommer ins kalte oder mittelwarme Wasser zu gehen. Aber es ist auch neugierig, warum hier Menschen siedeln in seiner Region, in seinem Gebiet, in seinem Revier. Es ist auch ein klein bisschen schadenfroh, als die Menschen wieder ihre Sachen packen und hier gehen. Jetzt gehört es mir alles wieder ganz alleine. Ich hab's doch gleich gewusst. Es funktioniert hier nicht. Ich hab euch eine Weile beobachtet. Ging eine Weile gut, aber jetzt ist gut. Jetzt wieder zurück in die Dörfer. Die Natur ist meins.
Sie sind immer ein anderes Gewand. Das, was nicht verstanden werden kann. Sie hängen nicht von uns ab. Sie essen und verdauen das, was wir sind und das, was wir übrig lassen. Sie haben mehrere Wege gelernt. Auf Gebüschen und Ästen, unter Gehölz, vor Wolken, in Schränken und Räumen, in meinem und deinem Unterbewusstsein.